Hey, ich heiße Mela und zusammen mit meinem Mann Phil und unseren Katzen Herrn Odinski und Enid wohne ich in einer kleinen 60 Quadratmeter Altbauwohnung. Aktuell bin ich schwanger und zu Hause. Deshalb freut es mich, hier ein bisschen mit euch zu quatschen. Bleibt dran und seid gespannt, was in unserem Alltag so geschieht. Kennt ihr sowas noch? Ein Discman. Und so sieht übrigens mein Notfall aus. Ich habe jetzt noch hier so Dünger mitgebracht. Cool, für Mandelmilch. Ich weiß, was das ist. Die Tür ist fest. Guten Morgen. Heute seht ihr mich das erste Mal mit meinen kurzen Haaren. Die hat der Philipp mir geschnitten. Er ist übrigens kein Friseur, auch wenn er letztes Mal auch schon meine Haare geschnitten hat. Aber er macht das eigentlich ganz gut. Und ja, es ist der dritte Tag nach dem Haareschneiden. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Und deswegen sind sie schon so ein bisschen ausgehangen, weil ich hatte sie lockig trocknen lassen. Und ich habe das erste Mal seit sehr langer Zeit ein schulterfreies Oberteil an. Es ist eigentlich ein Kleid und sehr ungewohnt für mich. Aber irgendwie ist es ganz angenehm bei dem Wetter. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zur Apotheke und dachte, ich nehme euch ein bisschen mit in meinem Tag. Also ich habe ein Rezept bekommen, weil ich bei der Gastroenterologin war gestern. Und aktuell nehme ich aufgrund meiner Colitis ulcerosa Mesalazin Zäpfchen. Eins morgens und eins abends. Und davon brauche ich nochmal neu. Die hole ich mir jetzt in der Apotheke. Und dann machen wir es immer so, dass bei jedem Termin wird ein Ultraschall gemacht und geguckt, wie mein Darm aussieht. Und dann wird Blut entnommen. Das finde ich ganz gut, weil das wird auch immer untersucht auf die zusätzlichen Vitamine, die ich ja auch aufgrund der Schwangerschaft noch einnehme. Also zum Beispiel Vitamin D und Eisen, also Ferritin wird immer noch überprüft. Und dann wird noch eine Kotprobe untersucht. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so bleibt. Falls ihr auch Colitis ulcerosa habt, könnt ihr ja mal schreiben, wie das bei euch so gemacht wird in der Kontrolle. Das würde mich sehr interessieren. Naja, auf jeden Fall fahre ich jetzt erst zur Apotheke das Rezept holen und dann fahre ich zu der Gastroenterologin, also zu der Praxis und bringe meine Kotprobe weg. Und dann zeige ich euch was Witziges, was ich danach noch wegbringe. Bis gleich! Tada! Kennt ihr sowas noch? Ein Discman. Den hatte ich noch und der ist ganz alt. Und dieser Laser funktioniert nicht mehr richtig. Und der Philipp hat nochmal probiert, ob er den zum Laufen kriegt. Gestern. Oder ich glaube vorgestern. Hat aber nicht funktioniert. Und deswegen kommt er jetzt zum Wertstoffhof. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ist auch noch ziemlich früh. Wir haben gestern den ganzen Tag die Steuererklärung gemacht und sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch ein paar Fragen, weil das erste Mal ist, dass wir die zusammen machen, weil wir letztes Jahr geheiratet haben. Mussten wir uns gestern so ein bisschen durchfuchsen. Wegen ein paar Fragen rufen wir dann einfach sicherheitshalber noch beim Finanzamt an, bevor wir das abschicken. Und wir müssen auch noch auf ein paar Sachen warten, beziehungsweise auf ein oder zwei Sachen. Und ich sitze jetzt hier auf der alten, die alte Matratze von dem Bett, was wir gekauft haben. Da hatten wir ja alles gewaschen und die Bezüge. Das ist jetzt gerade hier auf dem Stuhl, weil die Kleine, die mag das Kissen immer so gerne unter dem Stuhl, um da drauf zu liegen. Aber es ist voll gemütlich. Und jetzt sitze ich hier und warte, weil ich jetzt gleich den Philipp einsammle unterwegs. Und dann fahren wir einkaufen. Und ich bin voll müde. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, ich habe das Gefühl, ich denke so, ah ja, ich kann ganz flüssig euch was erzählen. Und eigentlich habe ich das Gefühl, bin ich nur am Atmen. Thank you.
Heute ist Montag und es ist so heiß. Es ist 34 Grad. Ich habe den ganzen Tag hier drinnen verbracht. Ich saß ganz kurz auf dem Balkon draußen. Da liegen die Katzen auch die ganze Zeit. Jetzt habe ich mich gerade kurz mal ins Bett gelegt, weil da haben wir die Rollos den ganzen Tag schon unten. Deswegen ist es da relativ angenehm. Aber ja, schwanger und solche Temperaturen sind nicht die beste Kombination. Eisentablette, die nehme ich immer. Und noch Vitamin D3 mit K2. Prost! Und so sieht übrigens mein Bauch gerade aus. Er ist schon enorm. So, und dann komme ich zu einer Sache, die ich bei Instagram schon gefragt habe und sie auch nachgelesen habe. Und zwar haben unsere Tomaten hoch unten so dunkelbraune Flecken. Ich habe gelesen, dass das ein Kaliummangel ist. Das sind jetzt aber auch die Tomaten, die quasi am ehesten mit Regen zum Beispiel in Berührung kommen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch diese Braunfolie sein könnte. Ich habe auf jeden Fall jetzt Tomatendünger gekauft mit Kalium. Und den werde ich jetzt gleich in die Erde machen. Und die anderen Tomaten sehen ganz verheerend aus, weil die gestern umgefallen sind, weil die zu schwer wurden. Und ich hatte die nur mit so Bambusstäben fixiert. Ich zeige euch das mal. Das sind die Stäbe. Und einen habe ich noch hier hinten so reingemacht, dahinter, der das quasi so zurückhalten sollte, weil hier an der Wand nichts ist, wo ich das befestigen kann, dass das die so zurückzieht. Und ja, jetzt habe ich mir heute so eine Rankhilfe gerade eben gekauft und mache die jetzt gleich dahinter und dann gucke ich, ob das funktioniert, ob ich die dann daran wieder zurückbinden kann. Weil wie gesagt, das sieht ganz, ganz furchtbar aus seit gestern. Und die hängen jetzt alle da, ja, auf einem Haufen. Und ich wusste auch nicht, dass sie so groß werden, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das sind so Miniaturtomaten. Hab ich mich wohl geirrt. Hier kommen übrigens, glaube ich, die ersten von diesen gelben. Da gab es ja gelbe und rote. Wie man sieht, sind die auch nicht alle so mit dem Braun unten. Schon viel besser aus, aber ich hätte besser zwei davon mitgenommen. Es stand aber kein Preis dran und ich wusste nicht genau, wie teuer die sind. Letztendlich haben sie sie, also hat eins 7,99 € gekostet, deswegen hätte ich ruhig zwei mitnehmen können, aber naja, gibt es halt jetzt erstmal nur eins. Jetzt noch hier so Dünger mitgebracht, also auch vorhin, und davon mache ich jetzt einfach immer in die Erde, also unter die Erde soll der, so ein bisschen weniger als einen gehäuften Esslöffel. Das ist für die Topfgröße wahrscheinlich eh zu viel, aber dann haben auf jeden Fall alle genug Kalium. So sieht das Ganze jetzt aus. Schon viel freier unten. Und ich habe die ganzen kaputten Blätter entfernt. Ja, wie gesagt, hier ist jetzt ein bisschen Tumult, weil ich kein zweites habe. Aber ich finde, dass es schon viel, viel aufgeräumter aussieht. Das ist, glaube ich, ein Einkaufsbeutel, ne, meine ich? Ich glaube. Oh ja, und das ist ein Gemüsenetz, damit kann man ja auch richtig was anfangen, hier von der Größe, ne? Mhm. Du machst jetzt ein Unpacking. Hier ist ein Filter.
Ein Filter? Das Bienenwachs zeigt. Das ist ein Trichter. Ja, manche erhalten kann. Ohne Bienenwachs ist es. Ohne Bienenwachs, ne? Mhm. So. Dann haben wir hier einen Kaffeefilter aus Stoff. Der ist unendlich lang verwendbar. Sehr gut. Zeig mir mal. Hier haben wir eine Rolle Papierklebeband. Und hier ist der zweite Einkaufsbeutel. Nein, das ist der Milchbeutel. Oh. Ja, ich habe nur einen genommen, weil ich gedacht habe, das reicht einen für Obst und einen so. Das ist der, cool, für Mandelmilch. Ist das genug? Ja. Das ist auch dünn genug, ne? Das ist auf jeden Fall ewig viel Faden. Nicht gut Kirschen essen. Auf die Palme bringen. Ich weiß, was ist. Scheiße. Die Kölsch. Das musst du natürlich festhalten, ist ja klar. Tada! Der lange Finger. Ich werde eh wieder gewinnen, denke ich. Warte, nein, ich bleib mir treu. Willst du nicht das auch wegmachen? Einen Bären aufbinden. Das nehme ich mir jetzt. Du hast geschummelt. Nein, ich habe das gar nicht gesehen. Pärchen! Anderen einen Stuhl aufbinden und den einen Bärenberg aufbinden. Okay, ich mach das. Kann ich draußen im Bad. Und Schlaufuchs. Schlau wie ein Fuchs. Anderen auf den Zahn fühlen, im Loch sitzen, oh nein. Oh, wo war's? So mein ist das. Ja. Ja, sie weiß immer die, die ich schon aufgelegt habe. Ein Löwe? Um des Kaisers Bad streiten. Das war ein Hinweis. Zeig mal, was ist. Yay. Ich habe noch meins nicht geholt. Das ist nicht schlimm.